Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen, es geht weiter mit RS4 Limo 2.0 Kabelbaum. Ist doch eine Lebensaufgabe, hätte ich so gar nicht gedacht, aber ich habe euch versprochen, wir nehmen euch mit. Und das heißt, das werden wir jetzt tun. Also, im letzten Video habe ich ja diesen Musterstrang hier gebaut, der jetzt hier erstmal so noch komplett wild aussieht. Also nee, es geht um den Teil ab hier. Ab hier, das ist die Verbindung quasi hinter dem Motor, hatte ich mir gekennzeichnet. Mit den ganzen Düsen und so weiter. So, das ist ein Teil. Und dann habe ich mir genauso an dem Strang vom Motorsteuergerät markiert mit zwei Stellen. Hier ist die Spritzwand und hier ist genau dieser Knotenpunkt. Das heißt, ich weiß jetzt, dass ab hier alles, was nach da geht, quasi passend verlegt wird. Das sind alle Kabel erstmal, die hier an der Max-ECU dran sind. Dann sitzt ja später mehr oder weniger hier drunter die PDM. Das heißt, der Kabelbaum wird bei diesem Fahrzeug wie grob aussehen. Einmal Motorstrang. Natürlich geht vom Motor nicht alles, vom Motorsteuergerät nicht alles zum Motorgerät, sondern es gibt auch manche Sachen, die gehen Variante 1 zur PDM, Variante 2 in Innenraum. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein oder zwei Stecker geben außerhalb des Motorsteuergeräts, weil wenn wir den Motor ausbauen, würde ich einfach nur gerne die vier Stecker losmachen, das alles auf den Motor legen und diese muss man dann halt dementsprechend auch irgendwie trennen können. Ne? Das ist ganz wichtig. Genauso wird es einen weiteren Strang geben, der mehr oder weniger fest im Auto dran liegt, wo dann links, rechts Beleuchtung, Lüfter, Servolenkung und so ein Zeug liegt. Das ist von der Theorie auch alles dieser ganz dezente 10 Kilo PDM-Strang. So. Das heißt, unsere ganze Zentralelektrik ist später dieses PDM. Natürlich gibt es jetzt aber auch Sachen, die vom Motorsteuergerät aus, vom Motor aus in den PDM-Strang gehören. Das heißt, wir werden auch Stecker leider von der PDM aufs Motorsteuergerät, sorry, zu viele Motor. Wir werden auch Kabel im Motor Kabelbaum haben, die zum PDM gehen. Das heißt, das Ganze ist doch ein bisschen mehr als gedacht, wo man auf jeden Fall lange drüber nachdenken muss. Achso, dann geht es weiter vom PDM im Innenraum. Deswegen haben wir ja auch diese Löcher hier reingemacht. Hier und hier sind die Öffnungen im Innenraum. Da wird zum Beispiel angeschlossen das Display, also Tacho, Schaltknauf, dann Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Licht generell. Und jetzt ist das Coole, an der Stelle nochmal wieder danke an die Firma Aigo 3D. Direkt von uns Luftlinie 5 Kilometer, wir waren zu Besuch. Wir haben uns noch überlegt, was wir noch so machen können. Dieses Teil, wir blenden es mal ein, wie es im Innenraum sitzt, kommt quasi vor die Schaltung auf die originalen drei Bohrungen. Und hierüber kann ich komplett alles an-ausmachen. Das heißt, wir haben hier erstmal, ist jetzt nur erstmal zur Optik, zwei Schalter drin. Einmal generell werden wir hiermit die Lightblocks an-ausschalten können. Das heißt, damit ist der ganze Stromkreislauf tot. Und dann haben wir einen zweiten Schalter, womit wir die PDM anmachen. Das heißt, hier liegt Dauerplus drauf, logischerweise, weil wir können es halt nicht an- und ausschalten, sobald der Stromkreislauf an ist. Und dann kann ich hiermit die PDM zum Leben rufen. Sobald die PDM am Leben ist, funktionieren auch hier alle Schalter. Das Geile bei diesem Schaltpanel ist, nicht eine Million Schalter ran, sondern das Ganze funktioniert über CAN-Bus. Das heißt, wir haben nur kein High, kein Low, Plus, Minus. So, und schon können wir diese ganzen 12 Schalter über CAN-Bus frei bedaten. Das heißt, wir können dann einmal hier zum Beispiel die Benzinpumpen anschalten, einmal Lüfter anschalten, einmal zusätzlich können wir es trotzdem auch automatisiert anschalten. Heißt als Beispiel Lüfter, man kann einstellen, der Lüfter soll laut Steuergerät bei 85 Grad angehen. Wenn ich warum, wieso, weshalb, weil sie doch lieber mal anmachen will, kann ich es trotzdem hier anmachen. Oder Benzinpumpen gehen logischerweise immer an, wenn der Motor läuft. Wenn ich aber ausmachen will, weil zum Beispiel ich merke, hier stimmt was nicht, ich rolle aus, ich will ihn vorauern lassen zum Öllook aufbauen, kann ich immer einmal klack draufdrücken, sind Benzinpumpen aus, das heißt, der Motor springt nicht an. So, und so kann man die komplett frei belegen. Licht, Scheibenwischer mit verschiedenen Stufen, voll komplett konfigurierbar. Das wird auch ein paar lange Nächte werden, das mit Chris auf jeden Fall, wenn wir dieses, die PDM am Ende programmieren, weil es muss alles programmiert werden. Konfiguriert. So würde ich es eher mal nennen. So, ja, jetzt muss das Ganze nur verkabelt werden. Ich habe mir tatsächlich dazu mal eine Excel-Tabelle gemacht, weil wir am Ende doch so viele Sensoren haben, dass ich mir wirklich überlegen musste, an welches Steuergerät kommt das Ganze, weil wir natürlich nicht genug Eingänge haben. Weil wenn wir hier mal durchgehen, was ich mir so an Sensoren überlegt habe, das sind einfach zu viele für das Motorsteuergerät. Jetzt hat die Pro schon... Wir haben analoge Eingänge, haben wir in Summe 22 Stück plus einige Zusatzeingänge für Ansauglufttemperatur, Kühlwasser und so weiter. Selbst die reichen noch nicht mehr. Also, ja, wir haben da viele Sensoren dran. Ganz wichtig dabei ist, jetzt beim Überlegen, sind halt zwei Sachen. Einmal, wo gehen wir mit welchem Sensor ran?
Also an welches Steuergerät. Praktisch ist es egal, weil über CAN-Bus ist alles miteinander verbunden. Das heißt, ich kriege das Signal am Ende überall abgegriffen. Es hat so ein bisschen aber was mit Kabellage zu tun, weil bei den ganzen analogen Eingängen ist es so, dass das alles 0 bis 5 Volt Sensoren sind. Das heißt, das sind alles solche Sensoren hier. Zum Beispiel 0 bis 10 Volt Drucksensor. Dieser Sensor wird bespeist mit einem 5 Volt mit einer 5 Volt Spannung. Diese 5 Volt Spannung kommt aus dem Motorsteuergerät. Dazu gibt es einen sogenannten Sensor Ground, das heißt eine Masse, wo nur die Sensoren drauf liegen. Und dann zusätzlich noch ein Signalkabel. Das heißt, hier gehen 5 Volt rein und je nachdem, was der Sensor gerade macht, wie der Wert ist, kommt irgendwas zwischen 0 und 5 Volt wieder raus. Das ist so ein typischer 0 bis 5 Volt Sensor. Das heißt, diese 5 Volt Kabel liegen natürlich nicht in den Kabelbaum. Genauso auch wie das Sensor Ground. Das heißt, das ist jetzt die nächste Aufgabe, die wir machen müssen. Jeder Sensor. Und zu einem Sensor zählt zum Beispiel auch die Drosselklappe, weil selbst die Drosselklappe hat logischerweise einen Poti dran, in dem Fall sogar zwei Potis, wie die Klappe steht, gegenläufig. Das heißt, einmal so rum messen, einmal so rum, also den Winkel und den Winkel. Und das gleicht sie ab, damit man keinen Fehler hat. Das heißt, diese ganzen Komponenten, sei es, nur um mal kurz vorzulesen, wir haben etliche verschiedene Drücke, sei es Ladedrücke, Krümmerdrücke, Entlüftungsdrücke, Öldrücke, Spritdruck, Ölwanddruck, Saugrohrdruck, alles was Druck ist, alles was Temperatur ist, braucht fast immer diese Bespeisung. Das heißt, wir müssen jetzt in diesen Kabelbaum überall Sensor Ground und 5 Volt legen. Jetzt ist das Problem, dass natürlich nicht so viele da drin liegen. Das heißt, wir müssen uns jetzt haufenweise Kreuzungen und Zweigstellen bauen, wo die ganzen Kabel sich aufteilen. In Summe liegen in der Max-ECU tatsächlich nämlich pro Stecker nur einmal 5 Volt Sensor Supply und einmal Sensor Ground drin. Im ersten Stecker ist es einmal drin. Im zweiten Stecker ist es 1, 2, 2, also da ist tatsächlich einmal Sensor Supply und zweimal Sensor Ground bei. Und im letzten Stecker ist einmal Sensor Supply und einmal Sensor Ground. Warum macht man überhaupt mehrere Ausgänge für Sensor Supply? Relativ einfach, wenn wir nur ein einziges 5 Volt Signal, ist kein Signal, eine einzige 5 Volt Spannung für alle Sensoren hätten, würde das in dem Moment bedeuten, wenn ein Sensor kaputt geht und diese 5 Volt Speisung zum Beispiel auf Masse geht, fallen alle Sensoren aus. Und wir wissen auch nicht, welcher Sensor es ist, weil ja alle Sensoren quasi die 5 Volt nicht mehr bekommen. Deswegen hat man normalerweise mehrere 5 Volt Signale, dass man diese Gruppen gleich einteilen kann. Das heißt zum Beispiel, wichtigere Sensoren kriegen tendenziell eher einen anderen Kreislauf als welche, wo es ganz egal ist. Das heißt, wir werden auch die Sensoren, die für unser Steuergerät besonders wichtig sind, Ladedruck. Das Motorsteuergerät kann nämlich nur 3 Bar intern, das ist für uns zu wenig. Das heißt, wir müssen einen externen Sensor fahren. Öldruck und Wasserdruck. Die drei sehe ich als ziemlich wichtig. Die schließen wir definitiv an den ersten Connector an. Wobei es ziemlich egal ist, weil es ist wirklich eine reine Bespeisung. Was ich auch immer erstmal lernen musste, wenn wir ein Sensor, der auch 0 bis 5 Volt kann, nicht ans Motorsteuergerät hängen wollen, sondern ans Display oder an die PDM, brauchen wir dafür nicht neu die Spannung und Sensor Ground legen, sondern wir können ihn aus dem Motorsteuergerät bespannen mit 5 Volt, schicken das Signal aber zum ADU. Das geht. Nur je komplizierter man das macht, je schwieriger wird es später den Fehler zu finden, weil wie will man das später kontrollieren? Weil es ist nicht so wie bei einem Originalsteuergerät, dass er sofort sagt, ey, der Sensor Fehler nach Masse. Das heißt, da habe ich mir eine Excel-Tabelle gemacht, da muss ich ganz genau mir jetzt überlegen, wie ich die Sachen aufteile. Und dann kommt nämlich das nächste Problem, alles was ein Ausgang ist, also alles was wir schalten wollen, muss ja auch dementsprechend ans Motorsteuergerät oder an die PDM. Das heißt, ein paar Sachen kommen natürlich ans Motorsteuergerät, Drosselklappen, das sind so auch die genannten, das sind die Outputs von dem Steuergerät, die eine höhere Stromstärke können, weil man kann nicht alles mit dem Relais schalten, also dieses Steuergerät kann nicht viel Strom rausschicken. Es kann ein bisschen Strom rausschicken für die Drosselklappen. Das sind ein paar Outputs, die schon mal mehr Saft haben. Es kann die Düsen, es kann Zündspulen. Wobei beim Zündspulen ist es so, dass die Zündspulen ja aufgeladen werden und nur noch das Signal kriegen, um sich zu entladen. N75 ist zum Beispiel so eine Sache. Ladedruck-Regelventil. Das kann man nicht über ein Relais schalten, weil es eine Frequenz bekommt.
so Sachen wie eine Benzinpumpe oder ein Lüfter. Das ist alles kein Problem, weil wir brauchen ja nur das Signal zum Schalten. Das schaltet das Relais an und der Hauptstrom fließt direkt von der Batterie zum Lüfter und gar nicht durch das Motorsteuergerät, durch die Relaisschaltung. Das geht aber nicht mit dem N75, welches halt eine Frequenz bekommt. Das heißt, die ganzen Sachen muss ich mir auch überlegen. Das habe ich mir auch alles in die Tabelle reingemacht. Das kann ich euch jetzt unmöglich alles aufzählen, wie, wo, was hier angeschlossen wird. Fakt ist, das Steuergerät wird am Ende randvoll sein. Randvoll sein heißt wirklich randvoll sein. Die einzigen Kabel, die wir am Ende abschneiden können, sind ein paar Outputs, weil wir an dem Steuergerät diese Outputs nicht brauchen. Weil wir jetzt als Beispiel, normalerweise hätte man als auf ein Output die Benzinpumpen. Das heißt, ein Kabel geht aufs Relais, Benzinpumpen gehen an. Da bei uns die Benzinpumpen direkt an den PDM hängen, dieses PDM aber über CAN-Bus bedatet wird, heißt das, wir brauchen dazwischen kein Kabel, sondern das Motorsteuergerät sagt per CAN-Bus der PDM jetzt die Spritpumpen anschalten. Jetzt bitte die Lüfter anschalten, jetzt bitte das anschalten und so weiter. Das heißt, was die Outputs angeht, sind wir, was das Motorsteuergerät angeht, ziemlich, da haben wir ziemlich wenig drin. Um genau zu sagen, werden wir dort nur dran haben, Drosselklappe zweimal, N75 und die Nockenwellensteller. Wobei man dazu sagen muss, bei den Nockenwellenstellern hängen die zusätzlich auch noch an der Max-ECU dran. Allerdings werden sie da nicht geschaltet. Das heißt, da kann man mal gucken. Weil das Motorsteuergerät, muss man auch dazu sagen, schaltet alles auf Masse. Das heißt, die ganzen Verbraucher kriegen alle Plus. Und in dem Moment zum Beispiel das N75 oder der Nockenwellenversteller, der kriegt Plus. Und die Max-ECU schaltet es dann auf Masse. Ist auch anders als bei manchen anderen Steuergeräten. Wobei bei freiprogrammierbaren Steuerungen ist es häufig so, aber bei Originalsteuergeräten geht das anders. Ja, okay. Dann kommen noch so Sachen dazu wie digitale Eingänge. Digitale Eingänge ist eigentlich nur 0 oder 1. Das heißt als Beispiel ein Kupplungspedalschalter, Bremslicht und so weiter. Dann gibt es aber bei der Max-ECU auch noch spezielle digitale Eingänge, die zusätzlich einen VR-Eingang sind. Da müssen wir dann alles, was Drehzahl ist, anschließen. Also alles, was ein Signal ist in Abhängigkeit von Drehzahl. Sowas wie ABS-Sensoren, sowas wie einen zweiten Nockenwellensensor, weil wir nur einen Nockenwellensensor hier anschließen können. Und. Ja, der Gerät. Wird am Ende auf jeden Fall ein saftiger Karton. Ich überlege jetzt, wo ich anfange. Ich glaube, es bringt uns und mir nichts, wenn ich jetzt aus diesem Strang alle Kabel hier reinlege, wie ich sie brauche, weil ihr wisst, wie das dann am Ende aussieht. Da sieht man nämlich nichts mehr. Das heißt, ich würde jetzt andersrum anfangen und würde als erstes von jedem Bauteil, was hier rankommt, wahlweise die Masse, die Stromversorgung oder die Sensorversorgung hinlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so rüber gucke, wahllos, haben wir hier zum Beispiel Drosselklappe 1. Drosselklappe 1 braucht zusätzlich zu dem eigentlichen Signalkabel auch wieder noch 5 Volt. Das heißt, ich muss hier hinlegen, Sensor Ground plus 5 Volt. Und dann brauche ich hier noch zusätzlich 12 Volt Spannungsversorgung für die Drosselklappe. Wobei in dem Fall das 12 Volt aus dem Motorsteuer kommt, weil das halt die Spannung für die Drosselklappe ist, also die auch den Motor bewegt. Das ist hier auch definitiv ein etwas dickeres Kabel drin, weil das sind die sogenannten Outputs, die ein bisschen Stromstärke können. Deswegen liegt da meistens auch schon dickeres Kabel. So, also wenn hier mal so ein rotes zwischen ist, was ein bisschen mehr kann, dann weiß man, das ist zum Beispiel für die Drosselklappe so ein GP-Out. Ist jetzt nicht allzu fett, weil so krass sind die auch nicht, aber es ist zumindest mehr als nur was ganz Normales. Das ist zum Beispiel sowas. Dann haben wir hier die ganzen Einspritzventile. Die ganzen Einspritzventile, wie ich schon sagte, kriegen alle eine 12 Volt Stromversorgung und werden vom Steuergerät auf Masse geschaltet. Jetzt ist das Problem, ich kann jetzt nicht 3 Einspritzventile zum Beispiel an einen Anschluss anhängen, weil dann würde das Ding einfach durchbrennen. Das heißt, wir haben ja zur Verfügung bei diesem Steuergerät in Summe 16 Ausgänge für Düsen. 16 Ausgänge für Düsen, wir haben 18 Düsen. Das ist natürlich blöd, das funktioniert nicht. Deswegen werden wir es hier machen. Wir werden Injektor 1 ist quasi die Düse in der Rail. Injektor 7 wegen 1 bis 6, dann fängt man bei 7 wieder an. Das sind die zwei Düsen, die oben drauf sitzen. Diese zwei Düsen, die oben drauf sitzen, brauchen dementsprechende Stromversorgung. Diese Stromversorgung kommt aus dem PDM. Das heißt, wir müssten jetzt auch hier vom PDM einmal Strom zu den ganzen Düsen legen. Genau das gleiche ist mit den Zündspulen. Zündspule 4, 5, 6. Die Zündspulen kriegen, haben wir irgendwo Stecker davon schon? Ne, sind meistens vierpolig, die ich fahre, kriegen zweimal Masse. Diese Masse einfach direkt auf den Zylinderkopf irgendwo legen, kriegen einmal Plus und kriegen einmal das Signal.
Diese Zündspulen sind eigentlich, gibt es da extra in dem Strang ein Kabel für. Das ist dieses hier. 12 Volt ECU. Was ist das hier? Das hier müsste das sein. 12 Volt Ignition. Das heißt, in dem Max-ECU-Kabelbaum ist schon vorgesehen, dass die Spannungsversorgung der Spulen extra abgesichert ist und dementsprechend außerhalb des Motorkabels auch hier geht. Das heißt, dieses Kabel legen wir hier rein und teilen es dann zu den 6 Düsen auf, gehen allerdings von hier in die PDM. Das heißt, ich könnte wahlweise auch wieder an meinem Schaltpanel sagen, Zündspulen an, Zündspulen aus. Wäre die andere Variante zum Starten, dass ich einfach gar keine Zündung drauf mache. Oder ich mache beides. So muss ich mich jetzt hier Stück für Stück durchkämpfen. Ich glaube, ich bereite das alleine heute Nacht mal vor und wir bauen einfach zusammen am Ende nochmal ein, zwei von diesen Verteilern. Weil ich denke mal, es ist für euch definitiv interessant, wie ich dieses eine Kabel von hier aufteile zu 6 Kabeln. Weil so, das ist jetzt eigentlich das ganze Spiel. Man muss wissen, wo kommt welches Kabel hin und wie verteilt man es. Weil, wie gesagt, hier haben wir auf der anderen Seite die Zündspulen. Was haben wir zum Beispiel hier? Haben wir zum Beispiel Kupplungsdruck. Kupplungsdruck wird ein 0 bis 5 Volt Sensor sein. Das heißt, hier brauche ich wieder Sensor Ground plus 5 Volt und das Signalkabel. Alles eigentlich kein Hexenwerk. Aber das heißt, ich kann mir schon mal überlegen, wie ich hier an dieser Stelle von 3 5 Volt Spannungsversorgung auf gefühlt 18 gehe. Irgendwie in schön. Ich bin nicht so der Fan von Löten. Ich denke, ich mache das mit diesen Lötverbindern. Die finde ich eigentlich immer ganz cool. Das heißt, man dreht die Kabel auf, schiebt es rüber, macht es mit dem Heißluftföhn auf, heiß, die linke und die rechte Seite zieht sich zusammen und in der Mitte das Lötzinn schmilzt und verlötet alles. Die gibt es in verschiedensten, ist sogar, glaube ich, ist mittlerweile auch vollkommen zugelassen als Reparatur bei Fahrzeugen im Innenraum, also soll laut Hersteller sogar so gemacht werden, gibt es verschiedene Größen. Und dann gibt es auch noch quasi Adapter, die werde ich halt viel nutzen, wenn man von einem Kabel auf mehrere Kabel geht. Wenn das alles drin ist, dann lassen wir die Enden erstmal offen, machen einfach um den ganzen Kabelbaum nur Kabelbinder und legen dann den Motor, den Kabelbaum nochmal drauf, schnippeln dann die Enden ab und dann fangen wir erst an, die ganzen Stecker drauf zu machen. Ist ein Beigehen, man muss die ganze Zeit im Kopf dabei sein und sich das gut überlegen. Man darf es nie final machen, weil man wird immer nochmal was dran ändern, bis man dann wirklich so weit ist und sagt, das ist es. Ja, ich denke, ich habe euch erstmal wieder ein bisschen was erklärt, jetzt bin ich weiter am Basteln. Und morgen geht's weiter. Also einige Stunden später liegt hier immerhin schon mal ein bisschen was. Ich bin diesmal beim Kabelbaum anders vor, beim Kabelbaum bauen. Boah, dieses Video wird auf jeden Fall voll mit jede Menge Wortgulasch. Ich bin dabei diesmal ein bisschen anders vorgegangen. Und zwar habe ich mir diesmal als allererstes alle Sensoren genommen und habe mir aufgeschrieben, bedingt dadurch, was für ein Sensor ist es, braucht dieser Sensor 5 Volt, Sensor Ground, 12 Volt oder eine Masse. Das sind die Sachen, die zu dem Signalkabel immer zusätzlich noch rein müssen. Und habe mir dann angeguckt, pro Stecker, wie viele Sensoren haben wir da dran? Also wie oft brauche ich 5 Volt? Und habe dann festgestellt, an Stecker 1 brauche ich zum Beispiel 1, 2, 3, 4 mal 5 Volt. Und habe mir dann hier in diesen Strang erstmal jetzt 4 mal 5 Volt reingelegt. Das heißt, in diesem dicken Strang ist erstmal alles da, was wir an Versorgungsleitung brauchen. Plus 5 Volt, Sensormasse. 12 Volt, ganz normale Masse, je nachdem welcher Sensortyp es ist. Das heißt, wenn ich dann nachher anfange, die einzelnen Signalkabel reinzuziehen, kann ich mir mal passend dazu die anderen beiden Kabel greifen und auf Länge kürzen und fertig. So, das Ganze machen wir jetzt einmal aber zusammen, um euch zu zeigen, wie ich es immer mache. Thema Zündspulen. So, bei dem Thema Zündspulen ist es ja folgendermaßen. Ich hole mal kurz eine. So, diese Zündspulen brauchen keine Endstufe, sondern der Leistungsverstärker ist direkt hier oben drin. Die haben 4 Pins. Bei diesen 4 Pins sind 2 Pins einfach nur Masse. Das heißt, den Kabelbaum, den wir gleich bauen, der wird beinhalten, dass 2 von diesen Pins zusammengeführt werden und auf Masse gehen. Ich denke mal, es ist fast einfacher, die nicht zusammenzuführen, sondern wir haben 3 und 3 Spulen. Am einfachsten wird es wahrscheinlich sein, einfach 2 Kabel, also 6 Kabel, lang liegen zu lassen und die dann an der geeigneten Stelle einfach mit einer Ringöse zusammenzukrimpen oder drauf zu löten, je nachdem, und dann einfach am Kopf zu befestigen. Die gehen nämlich einfach nur auf Engine Ground, also auf Masse vom Motor. Dann haben wir einmal das Signalkabel, das ist natürlich am einfachsten, das kommt wirklich einfach nur passend aus dem Steuergerät. Und genauso brauchen wir hier wieder eine Stromversorgung. So, diese Stromversorgung ist
hier auch schon praktischerweise eingezeichnet. Plus 12 Volt Power Supply for Ignition Coils. Die geht hier rüber und geht dann hier dran. Das ist dieser Stecker. Das heißt, diese 12 Volt Versorgung hat eigentlich rein gar nichts mit dem Motorsteuergerät zu tun, sondern kommt natürlich aus dem Sicherungskasten, weil die Zündung ist immer extra abgesichert. Und jetzt müsste eins von diesen Kabeln hier, müsste 12 Volt Ignition sein. Da haben wir es. So, das heißt, dieses Kabel, was hier drin liegt, ist die Absicherung von den ganzen Spulen. Das geht schon hier an diesen Stecker. Jetzt müssen wir uns überlegen, dieses Kabel kommt am Ende an die PMU. Das heißt, wir brauchen hier zwischen eh eine Steckverbindung, weil ich will natürlich nicht jedes Mal einen PMU-Stecker auch noch mit auf den Motor legen. Wird auch nicht gehen, weil an dem PMU-Stecker vielleicht auch noch andere Kabel dran sind, die nicht zum Motor gehen. Das heißt, wir brauchen zwischen diesen beiden Steuergeräten wieder eine Steckverbindung. Und ich würde jetzt erstmal diese Steckverbindung lassen, weil hier sind noch genug Pins frei, dass wir da noch mehr einpinnen. Ich würde mal behaupten, das reicht hierfür sogar. Das heißt, wir gehen dann später von der PMU einfach nur mit dem Gegenstecker hier ran. So, jetzt legen wir das hier wieder so durch mein Labyrinth an Kabel. An dieser Stelle wollten wir die Abzweigdose haben. Und dann ging das hier Zündspule 1, 2, 3. So, das heißt, wir schneiden das Ganze jetzt hier durch. Von der Theorie her ist das Kabel ganz schön dick. Man sagt eigentlich bei den Zündspulen, dass man ein dünneres Kabel haben kann. Weil die selber sichern die Zündspulen mit 15 Ampere ab. Und bei EMU gibt es immer so ein geiles Datenblatt dazu. 15 Ampere Absicherung sind 1,5er Kabel. Ja, könnte 1,5 sein. Ich würde aber auch sagen, es ist eher ein 2,5er. Ja. Egal, das lassen wir da jetzt auf jeden Fall liegen, da kommt es jetzt nicht drauf an. Aber ab diesem Knotenpunkt teilen wir das Ganze in zwei Stücke auf und ab diesem Dreierknotenpunkt teilen wir es dann nochmal auf. So, jetzt muss man sich hierbei immer überlegen, wie macht man es? Macht man maximal kurze Kabel mit vielen Knotenpunkten oder macht man eher vielleicht wenig Knotenpunkte, weil ein Knotenpunkt ist irgendwo schon immer eine Fehlerquelle? Ja, ich würde sagen, wir teilen es hier auf jeden Fall einmal in zwei Kabel auf, die dann bis hier gehen und dieses kleine Stück, das schenken wir uns und machen da einfach direkt drei Kabel rein. Pass auf. Ganz easy, schnippschnapp. So, noch einmal kontrollieren, der Stecker wird am Ende hier so liegen. Nummer 1, jetzt suchen wir mal die geeigneten Kabel dafür. Ein Glück haben wir mittlerweile so viel gebaut, dass hier jede Menge Kabel rumliegen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist unsere Schnittstelle. So. Das Ganze bauen wir jetzt gleich immer zweimal, weil wir das Ganze nach links und nach rechts haben. Ich freue mich drauf, irgendwann baue ich mir mal so eine Kabelwand. Am besten sogar mit den Kabeln dahinter nur so mit so einem Loch zum Rausziehen. Dass man diesen ganzen. Aber das Problem ist auch, es gibt Leute, die schmeißen sowas dann alles immer weg. Wir schmeißen tatsächlich immer nichts weg. Recycling und nutzen diese ganzen alten Kabel immer wieder. Ja, hat man halt immer viel rumliegen, ne? So, und dieses nehmen wir dann für die einzelnen Stücke. Das heißt, wir nehmen erstmal das längste. Ich lasse es zur Not immer noch mal ein bisschen länger. Und die nächsten drei können wir dementsprechend einfach einen Tucken kürzer machen. Jetzt ist der erste Schritt mit unserer schönen Zange, die ordentlich abzuisolieren. Ich mache das immer hier gerade doppelt, weil die normale Länge vom Abisolieren reicht mir immer nicht. Ich zeige euch gleich warum. Und dann gibt es so schöne Lötverbinder. Klein auf groß. So, und dann ganz einfache Sache. Ich fange mit dem ersten an und verdrahte die einfach. Und Nummer 3. Warum verdrehen? Ganz einfach, weil das Verdrehen, wenn da jetzt gleich ein bisschen Lötzinn reinläuft, auch noch dafür sorgt, dass ich das unmöglich lösen kann. So, jetzt schieben wir da einfach nur dieses Teil rüber. Jetzt lassen wir den kurz warm laufen hier. Dass er richtig schön warm ist. In der Zwischenzeit kann ich die andere Seite schon mal vorbereiten. Da ganz wichtig, jetzt wäre es nämlich fast wieder passiert. Also, natürlich einen zweiten noch dazu. Da können wir jetzt einen nehmen, der auf beiden Seiten gleich dick ist, weil das andere relativ dick ist. Man kann das Ganze natürlich auch ohne diese Lötverbinder machen und wirklich auf den Kabelbaum drauf löten. Das geht natürlich auch. So, das heißt, man würde jetzt hier nur einen Lötpunkt drauf machen und einen Schrumpfschlauch und fertig. Ich bin ehrlich gesagt faul und mache es immer mit diesen Lötverbindern. So, und beim Heißmachen ist das wie ein Schrumpfschlauch, als auch in der Mitte, seht ihr gleich, verläuft der Lötzinn.
So, und jetzt guckt euch mal an, wenn du hier reinguckst, wie krass dieser Lötzinn da drin verlaufen ist. Und wir müssten jetzt einen Versuch machen, aber ich behaupte, bevor das auseinander geht, reißt das ganze Kabel auseinander. So, jetzt das gleiche hier noch ein zweites Mal einfach und schon sind wir damit auch wieder fertig. Ja, mein Kabel ist halt wirklich, wirklich lieber ein paar Zentimeter immer zu lang lassen, als dass man sich ärgert, wenn sie mal zu kurz sind. Ne? Weil das ist echt das Schlimmste, was einem passieren kann. Anfängerfehler ist auch immer, bei manchen Kabeln geht das noch, hier ist es auch nicht so wild. Eigentlich bevor man es abisoliert, immer schon mal den Lötverbinder rüberschieben. Sonst entzwirbelt man sich immer die ganze Zeit die Kabel. Jeder von euch, der wirklich ohne so eine Abisolierzange die Kabel abisoliert, ne? Sei es mit Feuerzeug, mit einem Zehen, mit einem Cuttermesser, kauft euch so eine Zange, 10 Euro. Best investiertes Geld, was man machen kann. So, wieder das erste, wirklich einfach nur verdrehen. Zack. Dann das zweite Kabel schön ansetzen und genau da drüber drehen. Und nach Möglichkeit das dritte Kabel in der Spur dazwischen auch noch rüber drehen. Dass das dann so aussieht hier. Jetzt hier, zack. Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, den Heißluftföhn Dauer laufen zu lassen. Weil der braucht echt eine gewisse Temperatur, bis der wieder richtig Saft hat. Eine gewisse Temperatur, bis er Saft hat. Er braucht eine gewisse Zeit, bis er richtig Saft hat, bis er richtig Temperatur hat. Und der Schrumpfschlauch links, rechts, der schmilzt natürlich früher als das Lötzinn. Deswegen finde ich, geht es besser, wenn man gleich wirklich volles Ballett hier löten kann. So, das war der Spuk. Kabel, Trennstelle 1, Verteiler, Trennstelle 2, Aufzündspule 4, 5, 6, 1, 2, 3. So, wenn wir den jetzt hier rüberlegen, stellen wir fest, hier war unsere imaginäre Verbindung. Das war unsere Markierung, Verbindung Nummer 1. Hier hatten wir die Zündspulen. Das heißt, Kabel Nummer 1 ist lang genug. Kabel Nummer 2 ist lang genug. Kabel Nummer 3 auch lang genug. So, das war nur das Plus von der Einspritzdüse. Jetzt müssen wir das Gleiche noch mit der Masse machen. Da sagte ich ja gerade, da sind pro Spule 2 Kabel. Ich suche mal kurz ein Kabel. Brauchen wir aber eigentlich nicht zeigen, wird Video wieder zu lang. Ich mache weiter. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das nach dem heutigen Abend. Ich war übrigens beim Friseur, dem einen oder anderen ist es bestimmt aufgefallen. Unglaublich, ich war das letzte Mal Anfang November. Also das muss man erstmal hinbekommen, 4,5 Monate. Ich mache in Ruhe weiter heute Abend und morgen zeige ich euch, wie weit ich gekommen bin. Dann legen wir zusammen das ein oder andere Kabel noch rein oder wir bepinnen den ein oder anderen Sensor. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Mal gucken. Vielleicht legen wir den Kabelbaum noch mal einmal drauf. Ich weiß noch nicht. Reicht aber erstmal. Ich mache jetzt erstmal Masse von den Spulen. Dann muss ich genau das gleiche bei den Einspritzdüsen machen. Bei den Einspritzdüsen ist es auch so. Einmal Signal, einmal Plus, weil die Max-ECU auf Masse schaltet. Das heißt, da mache ich es genauso wie jetzt. Ein Verteilungskabel, was ankommt und das verteilt sich dann passend zu den einzelnen Düsen. Weiter geht's. Ja, ich hoffe, ihr konntet in diesem Video bis hierhin folgen. Ich verliere langsam den Faden. Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen trockener, aber das ist halt bei Thema Elektrik so. Und ich habe gesagt, wir kämpfen uns da durch und das werden wir tun. Also in der Zwischenzeit habe ich Folgendes gemacht. Hier seht ihr zum Beispiel den Strang erstmal für Zündspulen. Das heißt, wir haben pro Zündspule 1, 2, 3, 4. Jetzt hier liegen jeweils einmal ein Plus und zwei Massen, weil jede Zündspule zwei Massen hat. Die Massen lege ich am Ende hier einfach nur, wenn ich die genaue Länge weiß, einfach auf eine Öse und die kommen dann einfach hinten an den Zylinderkopf. Da sind genug Bohrungen mit einer Ringöse einfach angeschraubt. Möglichst kurze Wege. Nicht, weil es besser leitet, sondern einfach Gewicht. So, das haben wir hier schon mal so ein bisschen weiter gemacht. Das heißt, eigentlich ist hier jetzt soweit die gesamte Versorgung fertig. Jetzt könnten wir anfangen und die einzelnen Kabel reinlegen. Das habe ich auch teilweise hier schon gemacht. Das hier ist zum Beispiel die Versorgung von meinen ganzen Düsen. Ihr seht hier jetzt die Zusatzdüsen, 7 bis 12. Ich habe mir überlegt, ich mache das Ganze mit Steckern, damit ich am Ende, wenn ich die Brücke runternehme, was häufig vorkommt, weil ich habe es alleine jetzt schon 10 Mal runtergenommen, das wird auch noch die nächsten Jahre so sein, ich wirklich hier nur diesen Stecker aufmache und alles, was an der Brücke dranhängt, immer einzeln habe und nicht jedes Mal die einzelnen Düsen abziehen muss. Weil Düsen einzeln abziehen ist leider Fehlerquelle, dass beim Zusammenbau auf einmal eine Düse falsch steckt. Und da hier manche Düsen im Leerlauf nicht laufen, kann es halt auch mal passieren, dass die dann, dass man es gar nicht merkt. Egal. Auf jeden Fall, in diesem Fall ist es ja so, dass wir 12 Düsen für nur noch 6 Ausgänge haben.
So, das heißt, wir legen jetzt immer zwei Düsen zusammen auf einen Ausgang. Damit ich aber später entscheiden kann, ob ich alle 12 Düsen, Zusatzdüsen fahre oder nur 6 Zusatzdüsen fahre, habe ich mir überlegt, wir machen eine doppelte Spannungsversorgung. Das heißt, jeweils 6 Düsen hängen zusammen an einem Kabel und welches dann so PDM geht. Und ich kann wirklich in der PDM entscheiden, ob ich den Ausgang bestrome für 6 Düsen oder für 12 Düsen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel beim Abstimmen erstmal nur mit einer Reihe anfangen wollen, nehmen wir einfach nur Strom auf Düse Nummer 1. Wenn wir dann merken, scheiße, es reicht nicht, wir brauchen doch alles, kann ich die zweite Reihe zuschalten. So, das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Der passende Gegenstecker kommt dann irgendwo hier so hin. Ich habe hier schon mal angefangen. Das ist jetzt die gesamte Stromversorgung von den Düsen. Das heißt, hier hinter dem Motor hängt dann einfach dieser Zusatzstecker. Jedes Mal, wenn ich die Brücke abnehme, Glock, weg und fertig. So. Das heißt, hier gehen wir tatsächlich wirklich jetzt mit 6 Kabeln auf einen Pin von dem Stecker. Das geht, das ist kein Problem. Und mit dem Signal machen wir das allerdings anders. Hier haben wir vom Kabelbaum schon passend die abgeschnitten. Das heißt, wir haben jetzt ganz normal wieder Injektor Zylinder 7 über. Das hat einen Pin an dem Stecker. Das heißt, wir müssen hier auf 2 Düsen. Da werde ich es einfach folgendermaßen machen. Injektor 7 ist logischerweise Zylinder 1. Zylinder 1 ist, muss man immer genauer gucken bei der Brücke, weil die so quer durchgeht. Zylinder 1 doch passt, ist diese Seite. Das heißt, hier gehen wir jetzt einfach nur mit dem Kabel auf eine Düse. Warte mal, ich nehme mal eine andere, dann kannst du es besser sehen. Wir gehen einfach auf eine Düse. Ich schneide nochmal so 10 cm ab und wir schleifen das quasi einfach nur mal von hier nach da. Also wir pinnen das zusammen auf einen Pin. Und schon wieder auf dem Boden, weil der Boden ist einfach die größte Werkbank. Ja, nee, siehst du, man muss nämlich doch aufpassen. Na, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Der letzte Kanal ist dieser. Nee, ist doch richtig. Dieser Kanal und der geht hier in Kopf zu dem Zylinder. Also ist doch quer rüber. Dadurch, dass die Düsen aber auf der Seite sind, passt das. Das heißt, wir haben doch hier eins. Das ist der vorderste, der strömt dann darüber. Okay, das heißt, wir haben hier 4, 5, 6. Das heißt, wir brauchen Kabel 12. Es ist immer gut, die Originalkabel weiterzunehmen, weil es wird immer der Punkt irgendwann kommen, wo man sich auf einmal nicht sicher ist, habe ich das jetzt gerade richtig oder falsch gemacht. Deswegen ist es nie von Nachteil, die passenden Kabel zu haben. Da muss natürlich eine Gummitülle rüber. Da muss eine Gummitülle rüber und jetzt mit zwei Kabeln aneinander ist das immer gefährlich, weil man mit Pech die Tülle nicht mehr rüber kriegt, aber hier geht's noch. So, zwei Kabel direkt einfach auf einen Pin. Den können wir jetzt hier so rein. Ein Pin. Und dann legen wir hier nur so eine kleine Schleife auf den Stecker rüber. So, jetzt muss ich mir allerdings kurz überlegen, welche Tülle nehmen wir. Also ich über die Jahre zum Glück schon ein bisschen was angesammelt hat, haben wir jetzt folgende zur Auswahl. Und gerade. Abgeknickt und so abgeknickt. Nee, aber ich befürchte. Eigentlich ganz cool aus, oder? Ja, aber solange du am Ende noch gut rankommst, ne? Ja, ich glaube, ich komme ja so sogar fast besser ran, weil weißt du, die Kabel gehen dann ja so weg. Die Kabel gehen dann ja so weg und man kann so mit dem Finger neben den Kabel und drauf. Ja, gut, dann machst du vielleicht mehr so mit der Seite, ne? Haben wir da genug von? Nee, haben wir nicht. Natürlich wieder Murphys Gesetz hier. Wie viel haben wir denn hier? 6. Scheiße. Ah, ich sag immer wieder, man bestellt einfach immer zu wenig Zeugs. Oder, ich habe natürlich auch keinen Zeitstress, ich könnte sie natürlich noch bestellen. Warte mal, ich guck nochmal an. Wir gucken uns das hier mal an, pass auf. Also, wir hätten dann zwei Kabel so weggehend. Und so den da drauf, also die würden sich schon tendenziell alle eher Richtung andererseits eine ganz normale, also mit einer ganz normalen ist das Kabel natürlich am Ende. Also erstmal machen wir folgendes. Klipp.
schon. Ich weiß, ganz viele würden einfach gar keine Toluen machen. Aber gerade bei Spulen und Düsen finde ich es eigentlich schon immer ganz cool, weil ich nämlich auch ganz gerne immer zu faul bin. Sonst müsste man hier jetzt eine Abdichtung reinmachen. Ja, und nicht gut. Und nicht alle Stecker sind auch für eine Abdichtung vorgesehen. Das ist jetzt natürlich echt Jammer auf hohem Niveau, ne? Aber die werden dann natürlich alle ein bisschen weiter rausstehen. Kann man so nach hinten gehen. Oder die andere Variante ist, schon besser. Ne? Gefällt mir irgendwie ehrlich gesagt auch besser. Gucken wir, wie es hier drin aussieht. Noch seriennah aus, ne? Ja. Das ist auch echt Fingerbrechen hier. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn die vernünftig eingepresst sind. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, abbrechen, weil wir werden nicht genug Tüllen haben, oder? Warte mal, wir gehen jetzt von dem hier darüber. Können wir uns ja nochmal kurz angucken. So. Das heißt, wir müssen nämlich auch hier jetzt schon die Tülle rüberschieben, weil sonst kommen wir da nicht mehr ran. Und auch dieses Kabel ist schon fast zu kurz. Also bei den nächsten müssen wir einen Tucken länger machen. Das geht gerade noch so, aber, pass auf, ich zeige euch das mal. Den einen können wir auf jeden Fall noch schön fertig machen. Zack. Jetzt müssen wir nämlich tricksen. Warte mal, jetzt müssen wir den da durch. Hallo. So. Der muss jetzt zum Glück so mehr durch. Zack. Ich bin immer jemand, wenn mir die Krimpung nicht perfekt gefällt. Das kann ich immer so nicht lassen. Dann setze ich die immer noch mal ein bisschen nach. Zack. Kluck. Ah, dieses Klickgeräusch. Was am Ende auf jeden Fall auch noch ein Spaß wird, das weiß ich jetzt schon, ist rauszukriegen. Das müssen wir alles durchpiepen dann. Welche Stromversorgung ist jetzt gerade? Das sind auch die wasserdichten Tüllen hier. Mal gucken, ob es überhaupt richtig ist. So. Das Gute bei diesen Tüllen ist auch immer, automatisch zieht man so einen Stecker irgendwie mal in der Tülle ab. Und wenn die Tülle schon so schwer auf den Stecker drauf geht, eigentlich kann man die sogar noch festkleben. Das wäre natürlich dann die Idealvariante. Dann entlastet man natürlich auch beim Abziehen das Kabel immer. So, jetzt hole ich noch mal einmal kurz Klebeband. Am Ende wirklich alles geht. Dann werde ich solche Teile natürlich hier schon noch wickeln. Das heißt, in dem Moment würde ich die Tülle zurückziehen, dann anfangen zu wickeln und es dann darüber ziehen. So. Ja. So würde ich doch sagen, kann man damit arbeiten. Zack. Das ist natürlich, jetzt sieht man schon wieder, das passt wieder gerade so zum Stecker. Also klar, der Stecker soll ja auch nicht, was weiß ich, wo hängen, ne? Aber das hier wird schon wieder, ja. Ich will nicht sagen sportlich, aber das passt gerade so. Das gleiche machen wir jetzt mit allen anderen und dann, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an diesem technischen Input. Ihr seht, ich fuchs mich hier ein bisschen durch, weil kein Elektromeister ist bisher vom Himmel gefallen. Aber ich denke, wir machen das Beste aus unseren Mitteln hier. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich finde es ganz cool. Das heißt, ich werde jetzt in Ruhe erstmal die Baustelle hier fertig machen, genau das gleiche dann da noch machen und wir steigen dann im nächsten Video wieder ein, wenn wir nach und nach die ganzen einzelnen Sensoren verkabeln. Ich zeige euch so ein bisschen, was die Sensoren bekommen, was die Verbraucher bekommen, damit ihr einfach seht, wie es angeschlossen werdet. Jetzt zum Abschluss, Einspritzdüsen, wie gesagt, kriegen einfach nur 12 Volt und werden dann über Masse ins Steuergerät geschaltet, das heißt zwei Pins. Okay, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.